Dann schauen wir mal, was Saturas und die anderen Wassermagier so zu den Aktionen im alten Lager zu sagen haben. Was gibt es Neues von unseren Freunden aus dem alten Lager? Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Nein, dieser Hund. Ich hatte Coristo gewarnt. Ihm war noch nie zu trauen. Du musst Saturas davon berichten. Warte, du hast große Gefahren auf dich genommen, um uns zu dienen. Ich denke, du bist jetzt bereit, die Robe eines Wassermagiers zu tragen. Aber nun sprich mit Saturas. Beeile dich. Wir wollen eigentlich nicht wirklich eine Robe tragen, aber danke für das Angebot. Und habe ich da gerade Gorn gesehen? Ah, schön, haben wir wenigstens einen von den beiden gefunden. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment, woher? Aber natürlich, du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Naja, Krieg ist ein wenig übertrieben. Es sind zwar zwei Fraktionen, aber die sind nicht so groß. Aber na gut, es wäre schon schlimm, wenn die gegeneinander antreten würden. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet? Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen sechs Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren. Jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Das klingt nicht sehr vertrauenswürdig. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Ein Dämonenbeschwörer, der nicht auf einen Kampf aus ist? Das ist ja auch komisch. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Das könnte dieser eine Turm sein, den wir schon mal gesehen haben. Dieser etwas zackige. Wenn man bei dem versunkenen Turm noch weiter in die Richtung geht. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann.
Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Noch eins? Wir sind echt nur am Aufgaben erledigen für die Jungs hier. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Na, dafür haben wir unsere neue Axt. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Nein. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Also es wäre ja ganz schick gewesen, so eine Robe zu bekommen, falls wir uns mal irgendwo reinschleichen müssen oder dergleichen. Aber wirklich ein Wassermagier werden wollen wir nicht. Denn wir sind ja doch schon recht auf den Nahkampf ausgelegt und haben fast keinerlei Erfahrung mit magischen Dingen. Also schon so ganz gut. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit Gordon und überbringen die Nachricht von Diego und Milton. Hallo. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Okay, da wissen wir wenigstens, wo wir ihn später suchen müssen. Aber was ist jetzt mit Lester? Er war nicht im Sumpflager, er war nicht in der Festung. Jedenfalls nicht an einem Punkt, wo wir ihn gesucht hätten. Wir waren ja nur unten. Vielleicht hat er sich oben irgendwo eingenistet. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Aber wir müssen eh in die Richtung gehen. Aber erstmal schauen wir, ob er hier neue Tränke für uns hat. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Ware. Oh, er hat ganz, ganz viele Tränke. Und zwar auch Schnelligkeitstränke. Also gucken wir erstmal, was wir alles zum Verkaufen haben. Anscheinend nicht wirklich viel. Wir haben die alte Rüstung. Ja, die ist gut was wert. Die tauschen wir schon mal ein. Und wir haben den Todbringer und den Götterhammer. Nee, wir verkaufen nur das Richtschwert. Und den Bogen wollten wir auch behalten, falls wir mal den Fernkampf gehen müssen. Aber die Bolzen können alle weg. So. Und für die 931 Erzbrocken holen wir uns jetzt ein paar Tränke. Das ist schon mal mehr als 931 Brocken. Wie schaut es denn bei uns mit Heiltränken aus? Wir haben noch 49 Stück. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Wir könnten aber noch ein paar von den Mana-Tränken verbrauchen, denn die benutzen wir fast nie. Also die hier. So, das sieht doch schon wieder besser aus. Und dafür holen wir uns dann die ganz guten Tränke. Die hier. So, 1700. Boah, das sind doch mal Zahlen, mit denen hier gehandelt wird. Das soll vorerst reichen. Aber es ist gut zu wissen, dass wir bei ihm jede Menge Sachen noch eintauschen können. Denn Geschwindigkeitstränke und Heiltränke können wir nie genug haben. So, Saturas erwähnte Bücher, in denen wir nachschlagen könnten, wie wir mit beschworenen Kreaturen umgeht.
Also den Steingolem wissen wir ja schon, wie wir bekämpfen müssen. Da haben wir auf den Hammer gezuckt. Aber gucken wir weiter hier. Arcanum Gollum. Was gibt's noch? Das magische Erz. Elementare Arcanei. Schlacht um Varant, Astronomie. Gibt's nicht ein Buch? Beschworene Monster. Das könnte das Arcanum Gollum sein. Gucken wir da mal rein. Blutfliegen, Arcanum Gollum, Band 1. Ja, elementar erschaffene Kreaturen. Was haben wir da? Den Steingolem. Den brauchen wir nicht. Das haben wir schon gelesen. Also, nicht wirklich gelesen. Wir haben es einfach ausprobiert. Also, Band 3. Nein, Band 2. Da steht drin der Eisgolem und der Feuergolem. Überfliegen wir mal den Eisgolem. Einst berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch schien er keine ernste Bedrohung daran erkannt zu haben. Das lässt darauf schließen, dass ein Eisgolem mit Feuermagie leicht zu bekämpfen ist, was ja auch Sinn macht. Wie schaut's mit dem Feuergolem aus? Berichten zufolge können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer nur mit einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln. Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdgruppe im Hochland auf solch einen wandelnden Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar. Doch sollen Blitze und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Okay, also Eisgolems bekämpft mit Feuer, Feuergolems mit Eis oder Blitzen. Haben wir denn noch Schriftrollen in der Richtung? Die sollten wir uns zulegen, bevor wir losgehen. Was haben wir da? Wir haben Feuerpfeile. Die werden aber nicht sehr stark sein. Wir bräuchten, wenn schon, Feuerball. Das hier klingt besser. Da haben wir nur zwei Stück von. Was haben wir noch? Wir haben Heilung Eisblock. Davon haben wir 5 Stück. Das ist schon mal praktisch. Dann haben wir noch einen Teleportzauber, Verwandlungszauber, jede Menge. Nee. Also ja, gegen 1, 2 Feuer- und Eisgolems könnten wir uns wohl wehren. Mit den Eisblöcken, den Feuerballen und den Feuerpfeilen. Aber wenn wir gegen eine ganze Armee davon antreten sollten, was ja auch der Fall sein könnte, wenn Xardas wirklich so viele Dämonen beschwört hat und Elementarkreaturen, dann sollten wir auf jeden Fall vorher wieder hierher zurückkehren. Aber erstmal machen wir einen kurzen Abstecher zu Lee, ob er irgendwas Neues zu erzählen hat. Und dann werden wir wohl oder übel wieder zur Felsenfestung zurückkehren müssen und gucken, ob Lester sich vielleicht irgendwo weiter oben eingenistet hat. Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Super. Jetzt wollen sich die beiden Fraktionen die Köpfe einschlagen. Und das Sumpflager ist auch nicht wirklich in einer Position einzugreifen, da sehr viele von denen gestorben sind und die Führung gerade gewechselt hat. Es ist das reinste Chaos hier in der Minenkolonie zurzeit. Aber gut, wir haben wichtige Aufträge. Sollen sie sich halt die Köpfe einschlagen. Solange dabei keine weiteren Magier umkommen, soll uns das egal sein. So, machen wir noch einen kurzen Abstecher zu unserem Waffenhändler, ob der was Neues hat. Oh, und wir sollten ein kleines Schläfchen halten. Denn nachts im Orkgebiet rumstolpern ist nicht so eine gute Idee. So, also zum Waffenhändler. Danach machen wir uns auf den Weg zur Felsenfestung und von da aus gucken wir Richtung versunkenen Turm und da in der Nähe sollte ja auch dieser Stachelturm sein. Wenn es denn wirklich Xalas Turm ist. Aber das ist anzunehmen, denn so viele Türme gab es da nicht, wo wir noch nicht waren. Wir haben bei unserem einen längeren Jagdausflug ja ziemlich viele davon gefunden und auch erforscht. So, wo war jetzt aber unser Waffenhändler? Saß der nicht immer hier? Das war Homer der Dammbauer? Gucken wir mal eine Etage weiter hoch. Da vorne wurde Kraut verkauft, davon brauchen wir aber nichts. Da war eben gerade Shrike, den haben wir von seiner Hütte weggeprügelt, weil wir eine brauchten. Ah, hier war der Waffenhändler. Ich könnte ein paar Sachen... So,
Und er hat jede Menge Jagdtrophäen, die wir ihm verkauft haben. Eine Menge Erz. Und eine leichte Streitaxt. 77 Schaden. Unser macht 79 Schaden. Also nein. Na gut. Überlegen wir noch kurz. Müssen wir mit irgendjemandem hier im neuen Lager sprechen, bevor wir uns aufmachen, Lester zu finden und Xalas Turm? Wir haben Heiltränke. Wir haben ein paar Zaubersprüche für beschworene Kreaturen. Und was brauchen wir sonst noch? Wir haben die beste Rüstung, die wir hier bekommen können. Wir haben eine sehr gute Waffe. Nö, sonst haben wir hier wohl nichts mehr zu tun. Das heißt, speichern wir kurz ab. LP 62.